Hallo zusammen, heute im Interview Günter Koller, Geschäftsführer der Landesobmann der Freidemokraten, der uns ein paar generelle Fragen zum Programm seiner Parteien hier erörtern wird. Die Freidemokraten werben auf ihrem Banner mit Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Der erste Punkt in ihrem Parteiprogramm lautet Befreiung vom sozialistischen Kammer- und Zwangsstaat. Auf ihrem Infomaterial finden wir die klare Forderung Diät für Wiens Politiker und man rechnet dem Wähler auf, welchen Betrag der Staat pro Jahr von ihm abschöpft. Herr Koller, welche Maßnahmen erachten die Freidemokraten als notwendig, um die Belastung der gewerbetreibenden Handwerksbetriebe und des Mittelstandes, aber auch des Durchschnittsbürgers zu senken? Wie viel Freiheit, Wohlstand und Sicherheit wäre durch eine Reformierung des derzeitigen Kammer- und Sozialsystems möglich und wie würde sich diese auf die Bürger auswirken? Ja, also dann zuerst einmal vielen Dank einmal für das Kommen und für die Möglichkeit, dass wir uns da präsentieren können. Also im Vorfeld habe ich ja mitbekommen, dass ja da schon ein paar Diskussionen waren. Deswegen ist es mir wichtig, ganz besonders zu erwähnen, wie wertvoll ich die Arbeit von Dorsdorf Wiener halte. Es ist insofern sehr wichtig, dass man nämlich Informationen bekommt, die nicht durch den Filter bearbeitet werden, sondern die anregen zum Denken, zum Überlegen, auch zu Diskussionen und auch den Dialog miteinander ermöglichen. Ich halte das für, wie gesagt, eine sehr wichtige Einrichtung und freue mich, dass ich dann mit den Auftakt machen kann. Ja, die Frage zu beantworten, was braucht es, um den Kammerstaat zu reduzieren, damit es den Menschen besser geht. Ich würde mal sagen, wir fangen damit an, indem wir ein neues Denkmuster dafür der Politik fordern. Die Politik sollte sich dahingehend verändern, so meiner Meinung nach, auch der Freidemokraten, dass die Politik die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass die Menschen ihr Leben selbst gestalten können. Das heißt, es macht dann Sinn, wenn man sich davon verabschiedet, dass man sagt, irgendein Politiker soll irgendetwas für mich machen. Das geht ja selbst hin, so von den Wahlkämpfen, was ich mitbekommen habe, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte, wenn es mir Wohnung gibt oder Arbeit gibt. Die Zeiten, wo man wie ein Kaiser durch die Gegend rennt oder so wie unser Landesobleute und dergleichen tun, die sollten jetzt endgültig vorbei sein. Der Mensch kann und soll sein Leben selbst in die Hand nehmen. Die Politik soll die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und dazu gehört, und wenn ich jetzt auf die erste Frage komme, wie man die Belastung senkt, das wäre nämlich sehr einfach zu sagen, ja, wir tun einfach die Steuern senken. Ja, das ist sicherlich eine Maßnahme. Wenn man weiß, dass er 76% seines Einkommens an den Staat geht, und das sind nicht nur die Steuern, sondern das sind ja auch die Gebühren für Versicherungen. Und natürlich, wenn man dann den Nettogehalt ausbezahlt bekommt, zahlt man ja noch einmal Steuern bei allen Einkäufen, die man tätigt. Das fängt an von der Milch im Supermarkt bis hin, wenn man ein Auto kauft mit enormen Aufschlägen an Steuern und Abgaben. Jeder kennt das auch, dass ja bei der Tankrechnung zum Beispiel mehr Steuern zu bezahlen sind, als was man eigentlich für den Benzin zahlt. Das muss aufhören. Ja. Wie kann das aufhören? Indem wir der Politik das Geld wegnehmen. Ganz einfach. Wir nehmen ja das weg, damit sie nicht mehr wie die Kaiser herumrennen und sagen, komm zu mir, ich wähle mich und ich gebe dir etwas. Das heißt, sie nehmen dir 100% und geben dir 10% zurück und sie glauben dann, die restlichen 90% werden dann schon gut verarbeitet. Das passiert aber nicht, wie wir ja wissen. Wir haben ja in allen Zeitungen, in allen Medien, werden wir ständig damit konfrontiert, dass irgendwo Schlampereien sind, dass was verschwendet wird. Dann wundert man sich oft, was alles gefördert wird. Das ist also bis hin da bei uns in Wien zum Beispiel, dass einer die Idee hat, jemand muss Fahrradl fahren lernen und dafür muss jemand ausgebildet werden, damit der irgendjemand anderem wieder Fahrradl fahren lernen kann. Und dazu brauchen wir wieder irgendwelche Prüfungen und Kurse. Also bitte, ich denke, es ist durchaus in der Möglichkeit, dass der nächste Nachbar, der nächste Freund oder vielleicht sogar die Eltern, wenn er die Zeit lässt, sind sie nicht beide zum Arbeiten zwingt, weil man sich sonst den Lebensunterhalt nicht leisten kann, sondern dass ein Elternteil zu Hause ist oder ein Großelternteil oder eine Tante, Onkel und diese Aufgabe des Radfahrenlernens zum Beispiel übernimmt. Ja. Wir haben alleine in Wien, ich muss mir jetzt meinen Schummelzettel hernehmen, weil die Frage war, wie können wir entlasten? Wir haben in Wien, kurzer Blick auf den Schummelzettel, rund 180 Millionen Subventionen, die jährlich, ja, ich wiederhole jährlich, an Subventionen hinausgehen. Und die muss man ja jemandem wegnehmen. Gut, dann komme ich jetzt einmal zu dem Thema Handwerk und Gewerbe. Das ist ja noch viel schlimmer.
als den Arbeitnehmern, wo wir ja gesagt haben, 76% des Einkommens nimmt schon der Staat. Währenddessen jeder Arbeitnehmer, die Gewerkschaften sind ja ganz fleißig dabei, immer wieder zu schauen, dass ja nicht zu viel gearbeitet wird und jede einzelne Minute an Überstunden vergolten wird, gibt es das fürs Handwerk und Gewerbe nicht. Der Staat ist da sehr erfindungsreich, wenn es darum geht, neue Aufgaben aufzulegen. Dann haben wir als Beispiel, gibt es also für jeden Schmarrn, muss man irgendwelche Aufzeichnungen führen. Das führt dazu, dass man als Unternehmer, als Kleinbetrieb, neben seinen, sagen wir, wenn man 35 Stunden normal produktiv arbeiten würde, dann würde man noch ca. 20, 25 Stunden benötigt man, um die Aufgaben für den Staat zu erledigen. Das fängt an von der Buchhaltung bis hin zu den Zeitaufzeichnungen von den Mitarbeitern, bis hin zu den Aufzeichnungen, wohin habe ich am Mist entsorgt. Ja. Und natürlich pünktlich immer die Erklärungen abgeben, pünktlich alles einbezahlen, dann das ganze Mahnwesen. Ja, also es ist langsam sehr viel zu tun und die Betriebe können damit entlastet werden, wenn sich der Staat zurückzieht aus den Unternehmen. Ja. Dass nämlich dauernd ständig neue Blödheiten einfallen. Denn jede neue Regulierung stärkt die Konzerne und schwächt den Kleinbetrieb, den schwächt den Mittelbetrieb. Warum ist das so? Weil der Konzern sagt, okay, dem Staat fällt was ein. Irgendwem haben wir schon ein bisschen einen Unproduktiven im Unternehmen, den können wir diese Aufgabe auferlegen. Und es fallen eigentlich nicht wirklich Kosten an für einen Konzern, währenddessen der Kleinbetrieb, wenn der diese Auflagen bekommt, na, der kommt halt wieder dazu, dass er eine halbe Stunde mehr für den Staat gratis zu arbeiten hat. Und das müssen wir einfach zurückdrängen. Der Unternehmer ist dafür da, um seinen Betrieb zu machen, um Gewinne zu machen, damit er auch Zeit genug hat, sich zu überlegen, wo kann ich Geschäfte machen, wie kann ich besser werden, wie kann ich effektiver werden, wie kann ich an den Kunden kommen, was kann der Kunde brauchen. Da muss Innovationen müssen ihm einfallen. Und diese Freiheit braucht er. Und wenn wir heute ein Wirtschaftsstandl aufmacht und man braucht 8 Monate, wie ich es also kürzlich miterlebt habe, bis das genehmigt ist, dann stellt sich auch die Frage, ist das wirklich notwendig? Ja, für ein paar Wirtschaften zum Drama, dass man eine ganze Maschinerie an Beamte beschäftigt, ja, um zu sagen, wenn man die Wirsteln auf dem Brot drauflegt und wenn man es im Wasser drinnen hat und dass man alles sauber halten muss. Das sagt dann doch der ganz normale Hausverstand. Und der Gast sowieso oder der Kunde, weil der kommt eh kein zweites Mal. Also wenn der zum Wirtschaftsstandl kommt und das gefällt ihm nicht oder es schmeckt ihm nicht, kommt er nicht mehr und das ist der beste Regulator, der braucht den Staat nicht dazu, um einen Wirtschaftsstandl zu führen. Das Beispiel ist ganz aktuell, dieser Tage ist eine Rechnung hereingeflattert, da ist der Gemeinde Wien eingefallen, dass zum Beispiel für die Emissionsmessungen von Heizgeräten müssen jetzt Nummern vergeben werden für die Prüforgane. Abgesehen davon, dass die hätten schon vor 15 Jahren vergeben sollen, haben sie eben jetzt festgestellt, dass sie das bisher nicht gemacht haben. Also müssen die Unternehmen einen Antrag stellen, um eine Nummer zu bekommen für den Prüfer des Unternehmens. Und dann wird ein Brief zugesandt, wo man dann drinnen steht hat, dass man die Anforderungen erfüllt, oder nicht, weil das hat man ja schon vorher gewusst, weil das Prüforgan ja schon die Prüfungen erfüllt hat. Und dass jetzt nun auch das Unternehmen, also nicht nur der Prüfer alleine, sondern das Unternehmen, wo der Prüfer beschäftigt ist, zum Prüfen berechtigt ist. Und diese einzige Aufgabe verlangt die Stadt Wien 260 Euro an Gebühren. Ja. Und die müssen natürlich wo runterkommen. Ne? Das wird natürlich wieder auf den Konsumentenpreis aufgerechnet. Und der Handwerker, der Gewerbetreibende, ist dann derjenige an der Front bei den Konsumenten, der das argumentieren muss, warum die Arbeitsleistung eine so teure ist. Da kommen wir zum nächsten Beispiel. Nehmen wir meinen Beruf, ich bin Installateurmeister. Wenn ich in meinem Beruf einen Elektrikermeister bei mir zu Hause beauftrage, muss ich ca. 8 bis 12 Stunden selbst arbeiten, damit ich eine Stunde den Elektrikermeister bezahlen kann.
Und da sieht man auch das Missverhältnis. Und ich weiß aber, wir sind, also das wissen glaube ich alle schon mittlerweile, dass nicht die Unternehmen sich das Geld einsacken von diesem restlichen Ertrag, sondern das geht alles auf den Staat. Ich habe es jetzt gesagt, die 76% sind Staatsquote. Und das erklärt dann alles, warum es so teuer ist. Und das hat natürlich der Handwerker das Problem und auch der Gewerbetreibende, dass er im Wettbewerb steht mit dem Pfusch. Ja, dann eine Installateur, Meisterstunde, oder nehmen wir den Gesellen, der liegt bei ca. 80, 85 Euro. Das muss einmal einer verdienen. Ja, und auf der anderen Seite Nettolöhne ausbezahlt werden und immer noch diskutiert wird mit 6, 7, 8 Euro an Nettolöhne für einfache Tätigkeiten. Da ist also ganz was in die falsche Richtung gegangen in den letzten 30 Jahren. Also weil ich das jetzt zusammenfassen kann, um das Handwerkgewerbe zu entlasten, genügt es, die Steuern und Abgaben zu senken, die Verantwortung in den Unternehmen zu lassen, das heißt, die Selbstbestimmung zurückzugeben und den Staat als Schnüffler in alle Bereiche des Betriebes, natürlich auch, da kommen wir im Privatbereich auch genauso, zurückzudrängen. Ja, also die Haftung für Politiker, das ist ja etwas, was sicherlich sehr provokant ist. Ganz bewusst, denn wir Unternehmer und auch jeder einzelne Bürger haftet für sein Handeln und für sein Tun bis hin mit seinem Privatvermögen. Warum soll das für Politiker nicht passieren? Also wenn die etwas versprechen oder wenn sie Geld verschwenden, wenn sie es missbräuchlich verwenden, ich sage also jetzt nicht, wenn sie damit sich selbst bereichern, sondern es geht immer um Verschwendung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hernehmen, eine Verschwendung war beim Bundesheer, da hat man 150.000 Waffen einfach eingeschmolzen und anstatt dessen, dass man sie halt verwertet. Natürlich kann man darüber diskutieren, wie man Waffen verwertet, aber so mir nichts, dir nichts, ein Millionenvermögen einzuschmelzen, das kann nicht in die Verantwortung eines einzelnen Politikers gehen, oder wenn, dann soll er gefälligst dafür gerade stehen, denn wir, die Unternehmen, müssen das auch tun. Wenn sie Vermögen verschleudern, dann stehen sie an den Richter und müssen das erklären, warum das so ist. Die Zentralisierung der Macht. Ja. Die Europäische Union ist ja für mich eine ganz große Enttäuschung. Ich gestehe, ich habe seinerzeit dafür gestimmt, ich habe aber für die vier Freiheiten gestimmt. Von diesen vier Freiheiten erleben wir heute nahezu nichts. Was wir erleben ist, dass immer mehr Entscheidungen in Brüssel entschieden werden und dann auch in den nationalen Parlamenten vollzogen werden. Da wird er wieder nur mehr abgenickt. Und das erinnert mich wirklich sehr stark an das Zentralkomitee der UdSSR, wo der Generalsekretär sagt, was ist zu tun. Und das ganze Land hat sich danach gerichtet und das umgesetzt. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, das hat mit Diktatur zu tun. Denn eine demokratische Gesellschaft bedeutet, dass man mitentscheiden kann. Und diese Politik, die wir hier erleben, da sind wir ganz weit weg von Mitentscheidung. Und wir müssen dorthin zurück. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir Fragen beantworten in der Demokratie. Wann jetzt denn zum Beispiel irgendwas so in Spanien gemacht werden, damit jetzt ganz Europa darüber abstimmt, sondern das hat die Bevölkerung vor Ort zu entscheiden. Diejenigen, die die Entscheidungen aushalten müssen, die sollen das auch entscheiden und nicht diejenigen, die ganz weit weg sind von diesen Entscheidungen. Und genauso geht es auch, wenn ich jetzt auf die Wiener Bereich zurückkomme, da gehört auch die direkte Demokratie gestärkt. Die Bevölkerung gehört gefragt. Wir haben heute Flächenmietungspläne. Da können die Bewohner in der Umgebung nahezu nicht mitentscheiden, denn die Gemeinde Wien hat ja sich damit brüsten, dass sie über 200.000 Wohnungen vermieten. Ja, alle diese Mieter haben kein Mitspracherecht, wenn es eine Flächenmietung gibt. Und damit wird rübergefahren. Wir erleben das,
dass, wie es zum Beispiel im 13. Bezirk ist, mit dem Hörndlwald, da hat sich der gesamte Bezirk dagegen ausgesprochen, dass im Hörndlwald ein psychiatrisches Zentrum hinkommt, auf die Fläche, wo professorisch nur ein Jugendheim einmal gestanden ist, lange Zeit, was dann auch verkommen ist, da haben wir wieder Verschwendungen, also man kommt immer von eins ins andere sofort, wenn man nur daran denkt, was in dieser Stadt passiert. Und jetzt hat sich der Bezirk dagegen ausgesprochen, gegen diesen Bau dieses Zentrums. Und die Gemeinde Wien sagt, das ist uns wurscht, wir bauen trotzdem. Und so geht es mit einer Wohnhausanlage im 23. Bezirk. Und in allen Bezirken können Sie wieder erleben. Im 18. Bezirk Bachbickerl, da war es also noch vor der Wahl, die große zweimal die Befragung zusammen, hat die Bevölkerung gesagt, nein, wir wollen das nicht. Und dann kommt ein neuer Bezirksvorsteher hin. Und die sagt, das ist mir alles wurscht, was befragt worden ist, wir machen das trotzdem. Also wir müssen hin zur direkten Demokratie und dazu muss die Politik muss dafür sorgen, dass für solche Entscheidungen die Befürworter wie die Gegner im gleichen Ausmaß die Chance behalten, ihre Argumente darzulegen. Denn so wie es passiert ist in der Marielferstraße, wo die Grünen im Nachhinein gesagt haben, wir bauen sie und die Gegner haben also gegen das Millionenbudget der Grünen gerade einmal 10.000 Euro gehabt, um ihre Interessen hinüberzutragen. Ja, das ist ein Ungleichgewicht. Das hat in einer modernen Demokratie, oder wenn ich sage, ich mache eine direkte Demokratie, hat das nichts verloren. Das ist die Aufgabe eines regionalen Politikers, dafür zu sorgen, dass Pro und Contra mit einem Mediator seriös abgehandelt wird. Nicht so, wie sie es jetzt machen, wo sie im letzten Augenblick irgendwelche kurzfristige Versammlungen einberufen und die Leute vom Kopf stoßen und es wird drüber gefahren. Voltaire hat einmal gesagt, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich allgemein einigt. Die Freidemokraten fordern, dass dem Bürger ein vollständiges Geschichtsbild angeboten werden soll. So wie die Pflege der überlieferten heimatlichen Werte, könnte man sagen, dass das lückenhafte Geschichtsbild, welches man heute vermittelt, direkten Einfluss auf den Verfall unserer Werte und Traditionen hat? Und was können wir tun, damit unsere heimische Kultur erhalten bleibt und jeder Bürger von klein auf das Recht auf richtige und vollständige geschichtliche Darstellung beginnend ab dem Unterricht bekommt? Ja, das Geschichtsbild. Teilweise macht zuerst Tolls auf Wiener ja schon einen Teil der Aufgabe, nämlich eine vollständige Geschichte anzubieten. Denn wir erleben schon eines, dass die Geschichte, die man uns erzählt, sehr stark ideologisch belastet ist. Es ist sehr einseitig. Und es wäre schon notwendig, dass man die Verantwortung, die auch die anderen politischen Strömungen in den letzten 150 Jahren, sagen wir mal, mit übernehmen haben, dass das ebenfalls auf den Tisch kommt. Denn die Zeit des Nationalsozialismus hat eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte, die gehört ebenfalls aufgearbeitet. Das ist aber ein sehr spezielles Thema und ich denke, da ist unser Bundesobmann, der Herr Magister Helmut Stubner, der richtige Bewanderte dafür, der ja auch als Historiker noch viel einfacher und leichter sich die Geschichte arbeiten kann. Wir sind auf das Thema gekommen, Geschichte aufarbeiten vollständig, weil wir eben festgestellt haben, im Dialog, mir fehlt einiges. Und das können wir, das muss ergänzt werden, das ist Aufgabe der Medien, das ist Aufgabe der Schulen, das ist Aufgabe der Universitäten und natürlich auch der politischen Organisationen. Die Traditionen waren natürlich, es ist ja nichts daran schlechter, wenn wir jetzt wieder den kommenden Nikolaus feiern, Und den Campus und dann rennen halt die Campus durch die Gegend. Das gibt es seit Hunderten von Jahren, wird das in Österreich gemacht, aber warum soll man damit aufhören? Die Bevölkerung sollte also nicht durch politische Ideologien von irgendwelchen Traditionen weggedrängt werden. Das ist nicht Aufgabe der Politik. Und schon bald Aufgabe einer Regierung oder eines Nationalrates, da den Leuten zu sagen, was man glauben darf oder wie man Traditionen pflegt, sondern das sollen die Menschen für sich selbst machen. Die Freidemokraten wollen Zukunft für Familien schaffen und fordern Privatschulen für alle.
Was wäre der Vorteil daran und wie könnte man das langfristig umsetzen? Da kommen wir wieder zurück. Das beginnt aber damit, dass wir die Einkommen der Familie stärken. Das heißt, wir sind wieder bei den 76%. Lasst die Menschen einfach das Geld. Dann können sie sich auch im Familienverbund mehr schaffen, mehr leisten und ihre Entscheidungen auch viel einfacher treffen. Die Privatschule für alle ist dazu ein Beispiel und eine Möglichkeit, indem wir sagen, wir geben die Verantwortung für die Kinder, für die Bildung an die Eltern. Denn wir erleben es ja auch, dass die Eltern auch heuer immer wieder suchen nach einer Schule für ihr Kind, werden aber vom Zentralkomitee der sozialistischen Stadtregierung werden halt die Kinder zugeteilt, wo sie halt zur Schule gehen sollen und müssen, und dann laufen die Eltern, die meistens die Mütter, von einem zum anderen und an verschiedenen Stellen, um dann vielleicht auch eine gewünschte Schule zu bekommen, weil eine Schule einen guten Ruf hat oder weil es für die Abwicklung günstig wäre. Das Ganze könnte man machen ganz anders, indem man sagt, wir geben den Eltern, den Erziehungsberechtigten, einen Bildungsscheck. Wir haben also derzeit kostet ein Schulkind um die 7.000 Euro im Jahr. Wir geben also den Eltern den Bildungsscheck von 7.000 Euro und lassen sie selbst entscheiden, wo sie zur Schule gehen, die Kinder. Ob das jetzt eine Ganztagsschule ist, ob das eine Halbtagsschule ist oder ob das sogar eine Schettinien-Schule ist, die ich also für ein ganz tolles Konzept halte, wo ja die Kinder sehr schnell lernen und auch sehr intensiv in kurzer Zeit ihre Grundkenntnisse bekommen und auf dieser Basis schnell weiter sich entwickeln können. Das soll den Eltern überlassen sein, weil nur die Eltern wissen am besten, was ist gut für mein Kind. Ja, natürlich sollen sie so eine Beratung sich holen, aber das kann man ja schon organisieren. Und was wird passieren, wenn es diesen Bildungscheck gibt? Dann werden die guten Schulen, die werden einen Zulauf bekommen, und die schlechten Schulen werden wegfallen. Und das ist gut so. Denn auch am freien Markt, so wie es mit Produkten ist, Produkte, die gut sind, die bewähren sich und die werden gekauft und die werden nachgefragt. Meistens werden sie auch noch billiger im Laufe der Zeit. Und Produkte, die schlecht sind, die fallen einfach weg vom Markt. Das spricht sich herum und das Produkt ist weg. Und genauso geht es auch in der Bildung. Also gibt es den Eltern die Freiheit und die Möglichkeiten, das eine finanziell und das andere von den Rahmenbedingungen, die ich also ganz am Anfang schon angesprochen habe, selbst zu entscheiden und selbst zu bestimmen, wie sie ihr Leben gestalten und wie sie das Leben ihrer Kinder vorbereiten. Es gibt also eine Menge Herausforderungen, darum möchte ich Sie auch gar nicht so lange aufhalten. Aber als letzte Frage, kann die direkte Demokratie uns helfen, diese Probleme zu lösen? Und wenn ja, wie? ich lasse mich nicht so lange aufhalten, ich lasse mich gerne aufhalten. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Themen behandeln und dass wir also auch den Menschen da draußen Mut geben, aktiv zu werden. Aktiv zu werden unter anderem auch mit direkter Demokratie. Wichtig ist dabei, meiner Meinung nach, dass wir uns auf eines besinnen und dabei ganz, ganz wichtig, konsequent liberal bleiben. Wir haben heute in der Gesellschaft einen Zustand, jede Veränderung, die man anregt, kommt sofort immer, das geht nicht, das kann man nicht, das war ja schon immer so. Oder auch der Wunsch nach einem Staat, der einem vorschreibt, wie man was zu machen hat. Das ist die große Anregung an die Menschen da draußen, selbstbestimmt zu sein, sich den Mut zu nehmen, Mut zur Freiheit, sich frei zu denken in allen Etappen des Lebens und sich ständig den Angriffen der Freiheitseinschränkung zu widersagen. Direkte Demokratie kann in der Phase jetzt kann auch nur das einzige Mittel sein, indem wir die Wünsche und Anregungen mit direkten Volksbefragungen und Volksabstimmungen ins Parlament tragen, denn die bestehende Politik ist nicht in der Lage, das zu verhindern. Wir erleben das. Es wird nur von Reformen gesprochen und wir brauchen keine Reformen, wir brauchen so sinngemäß eine Revolution. Nur keine Revolution, wo wir mit den
Heugabeln durch die Gegend rennen, wie es also schon mal passiert ist, ist eine Revolution im Kopf, im Geiste, sich nämlich davon zu befreien, der Staat hat für mich zu sagen, nein, der Staat hat nur die Rahmenbedingungen zu setzen, damit wir uns frei entfalten können, damit jeder sein Leben gestalten kann, wie er will, ohne dass er jemand anderen dabei schadet. Wir haben das bei uns auch auf der Webseite zum Nachlesen, da gibt es die politischen Leitplanken, weil ja sofort immer gleich der Ruf kommt, ja, es braucht irgendwelche Kontrollen und Regeln und dergleichen. Die Leitplanken, die führe ich jetzt nicht aus, weil das wären jetzt noch einmal viele Minuten. Also wem es interessiert, sich zu befreien und sich frei zu denken, den lade ich ein, auf unsere Webseite zu gehen, sich das anzuschauen, sich die politischen Leitplanken unbedingt anzusehen und mit uns in Dialog zu gehen, auf unseren Showfix zu kommen. Wir sind regelmäßig, treffen wir zusammen, wir haben Arbeitsprogramme, wir haben Aktionsprogramme und es liegt viel Arbeit vor uns, das stimmt tatsächlich. Deswegen sollten wir nicht lange darüber reden, sondern jetzt gleich anfangen und wer jetzt meint, ja, das gehört gemacht, bitte zum Telefonhörer greifen, zum Computer greifen und etwas tun und nimmer mehr jammern. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, Herr Koller. Liebe Zuseher, informieren Sie sich über das Angebot der Freidemokraten. Sie finden das komplette besprochene Programm in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich bedanke mich auch schon. Es waren sehr anregende Fragen. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dazu bewegen, sich selbst zu bewegen.